Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Heute am 7. Dezember 2022. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Da berichtet derverlang.com: Feier zur Begrüßung des 10-millionsten Touristen. Bangkok, Thailand wird voraussichtlich am Samstag, dem 10. Dezember, den 10-millionsten ausländischen Touristen in diesem Jahr begrüßen und wird an 7 Flughäfen und 2 Grenzübergängen Feiern veranstalten. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Prayut sucht nach weiteren internationalen Flügen. Bangkok, laut Regierungssprecher Anucha, wies Premierminister Prayut am Dienstag das Verkehrsministerium an, sich direkt an internationale Fluggesellschaften zu wenden, um die Flüge in das Land nach einem Anstieg der Nachfrage zu erhöhen. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von derverlang.com. Menschen wünschen sich Preiskontrolle. Bangkok, laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Nationalen Statistischen Amtes, wünscht sich die Mehrheit der Thailänder von der Regierung eine finanzielle Entlastung. Die Umfrage zu den Neujahrsgeschenken, die sich die Menschen von der Regierung wünschen, wurde vom 17. bis zum 31. Oktober 2022 unter 6.970 Personen ab 15 Jahren durchgeführt. Die Umfrage ergab Folgendes: 91% wünschen sich eine Preiskontrolle für Konsumgüter, 67% wünschen sich niedrigere Strom- und Wasserrechnungen, 30% wünschen sich eine Lösung der Probleme in der Landwirtschaft, einschließlich niedriger Erntepreise, hoher Düngermittelpreise und mehr Marktkanäle. 23,4% wünschen sich, dass die Arbeitslosigkeit bekämpft wird. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter mit einigen weiteren Umfrageergebnissen. Wie gesagt, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, die Links zu den Artikeln findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Und ja, ihr habt es gerade gehört, 10 Millionen Touristen dann in diesem Jahr bereits nach Thailand gereist. Wart ihr einer davon? Beziehungsweise wann geht's bei euch wieder los? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.